herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin, heute mit dem Orakel. Freiburg gegen Bayern, das Spiel am Freitagabend. Und ja, mein Tipp wäre ein 1:3 für die Bayern natürlich. Und ja, ich denke mal, wir gehen jetzt direkt hinein in das Spiel. Und ja. Zwei Mannschaften, die wild entschlossen sind, heute ein Zeichen zu setzen, die auf Sieg gehen werden, die sich zeigen wollen. Dieses Duell darf sich kein Fußballfan entgehen lassen. Wir sind live dabei. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Wer behält heute die Oberhand? Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Willkommen im Europapokalstadion. So, wie immer könnt ihr eure Tipps in die Kommentare schreiben. Zur ersten Halbzeit spiele ich Freiburg. Hier sitzt der Kollege Frank Buschmann und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. SC Freiburg gegen Bayern München. Auf dem Papier ist das hier eine tolle Partie. Beide. Das letzte Orakel habe ich ja leider verkehrt. Mein Tipp war verkehrt. Ich habe 1:2 für Leipzig getippt und 2:1 haben die Bayern gespielt. War natürlich. Der SC Freiburg beginnt mit dieser Aufstellung. Philipp Lienhardt spielt mit Matthias Ginter in der Abwehr. Griffo. Nicolas Höfler steht mit Maximilian Eggestein im Zentrum und im Sturm soll es heute Michael Gregoritsch richten. Oh, der war gar nicht so schlecht. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Leroy Sané steht mit Thomas Müller auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Oh, Sané. Der Vorstoß hier von Sané. Und jetzt ist die Gefahr. Ah, ab heute ist ja Max Eberl im Verein. Bisher in dieser Saison. Was haltet ihr davon? Bist du sowieso gesperrt, oder? Offensive, agierst du eher zurückhaltend? Oder war der gegen Leipzig gesperrt? Ich glaube, der war gegen Leipzig schon gesperrt, gell? Ist das Tor? Gehalten, da zeigt er sein Können. Ach Gott, was mache ich denn da? Und jetzt hat er den Ball sicher. Ey. Sané lässt sich jetzt nicht. Ah, gegen Freiburg haben wir eh immer Schwierigkeiten. Davis. Ach. Ist gefährlich. Ja, toll gehalten. Erste Ecke im Spiel. Sané. Ball ist bei Harry Kane. Ball ist jetzt erstmal eine gute Parade. Wo ist die oft gelobte Kaltschnäuzigkeit der Bayern vor dem Tor? Sie haben so, Griffo wieder über links. Aber sie vergeben sie eben auch. Und so steht es hier 0:0. Jetzt sehen Sie sich hier diesem Angriff über die eigene Defensive ist gefragt. War keine gute Flanke. Davis. Ballverlust von Davis. Hä? Ich war doch am Ball, oder nicht? Leroy Sané. Ja, die Abwehrarbeiten, das ist echt immer so ein Sack. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Hä? Was? Ich verstehe das irgendwie nicht. Sehr energisch, sehr zielstrebig. Jetzt müssen Sie da hinten aufpassen. Da ist das Pressing erfolgreich. Die haben immer einen Fuß dazwischen. Hier muss Jalla weggrätschen. Damit sind wir am Ende der ersten Hälfte angelangt. Die Bayern müssen hier noch einiges tun. So ja. Ist das noch nicht. Es steht unentschieden. Sie sind eigentlich. Dann gehen wir mal in die Halbzeit. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe zwei Auswechslungen gemacht bei Bayern. Der zweite Spielabschnitt hier im Europaparkstadion. Ich habe Upa rausgeholt. Dafür die Luft. Und auf der rechten Seite Saragossa, der wieder heißt. Kane mit Platz auf dem Flügel. Kane mit der Flanke. Ach. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Ganz energisch. Musiala. Könnte die Führung werden. Das wäre gefährlich geworden. Ah. Er blockt ihn ab. Ich
Ich hoffe, ich spiele hier kein 0-0, das wäre ja ein bisschen blöd. Hallo? Ich hasse diese Abwehrarbeiten hier. Da ist die Flanke ins Zentrum. Oh. Da sieht er schlecht aus, er trifft ins eigene Tor. Abseits, Eigentor. Wow. Was habe ich denn da gemacht? Tor, das ist immer bitter. Auch mal eine neue Erfahrung für ihn. Das muss er und das wird er abhaken und daraus lernen. Oh, Mann. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, wird hier gut unterstützt. Das war eng, aber er hat ihn. Ui. Harry Kane. Harry Kane. Jetzt kann er es machen. Oh. Mit dem Block zur Stelle. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Schön, dass er Leroy Sané. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Mensch, Maja. Bayern gibt im Moment schon den Ton an in dieser Partie. Wir hatten gesehen, dass klar mehr Ballbesitz in den vergangenen Minuten. Oh. Und sie erarbeiten sich ja auch immer wieder gute Chancen. Der ganz späte Ausgleich. Wo Freiburg wechselt. Er ist nah. Komm schon. Ran da an den Speck. Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Es ist noch nicht sein Spiel, Harry Kane. Er kann so viel mehr. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Auf geht's, komm hier jetzt. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Kübler. Eggestein. Gregoritsch. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Ja. Gleich wird hier ausgewechselt. Ach. Das Eigentor ist so jetzt bitter. Ey, immer noch gefährlich. Was macht ihr da? Oder ich? Jetzt in der Anspielstation. Oh. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Lauf doch. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Außen hätte Kane vielleicht die Lücke. Bayern München drückt jetzt hier nochmal auf den späten Ausgleich. Ball an den langen Pfosten. Musiala! Das spannend hier, jetzt ist alles möglich. 1-1. Es kommt ganz nah ran an die 2-1. Naja. Aber leider. Ja. Kein Sieger nach 90 Minuten, unentschieden. Schlusspfiff. Ja. Wie immer, denkt an eure Tipps in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen im Pro-Club-Stream, morgen Abend. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.